Wir stehen vor einem größeren Rätsel. Wie groß es letztendlich sein wird, das werden wir in diesem Part erfahren. Und daher wünsche ich euch willkommen zurück sozusagen. Zurück zu Inside. Wir haben hier, wie gesagt, ein größeres Rätsel. Und zwar auf einer Plattform müssen 20 Leute stehen. Wir haben hier wieder diese Zombies, Mumien, wie auch immer. Na, Mumien eher weniger, aber keine Ahnung, was das... diese Besessenen, sozusagen. Und dort oben ist dieses Gehirnteil. Das ist ein größeres Areal. Und wir sind jetzt... wir hatten in der Mitte einen Fahrstuhl. Wir waren schon oben. Kamen da nicht weiter, da brauchen wir stärkere Männer oder mehrere. Wir waren in der Mitte, braucht man auch mal ein paar mehr Leute. Und unten, unten links, braucht man auch ein paar stärkere, ein paar mehr Männer. Und jetzt sind wir unten rechts. Und hier gibt es dieses Gehirnteil und auch Wasser. Okay. Dann springe ich mal hier kurz rein. Vielleicht können wir hier irgendwas erreichen. Anscheinend nicht, weil er ringt nach Luft. Aber kommen wir jetzt auch nicht weiter. Also es muss hier weitergehen. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Risiko. Hier durch und dann hier hoch. Und Risiko hat sich gelohnt. Denn jetzt sind wir hier eine Kammer weiter, müssen wieder runter. Hier durch. Und hier hin. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, da können wir hochklettern. Sehr schön. Luger Junge. Von hier aus kommen wir zu diesem Gehirnteil. Ups, das war eher weniger gut. Ich dachte, der Schwung reicht aus, den wir hier haben. Aber leider nein. So, nochmal und dann werden wir hier mal ein bisschen Schwung aufbauen. Und jetzt Scheinwerfer. Haben die da irgendwie eine Rolle? Jetzt zumindest nicht. So, vorsichtig, nicht, dass die Brücke hier einstürzt und hier rüberspringen. Also ich persönlich hätte da ordentlich Angst. Okay, die folgen uns. Das ist ja cool, weil bisher waren wir immer mit diesem Gehirnteil an einem Seil gebunden. Bedeutet, dass wir uns selber nicht bewegen konnten, aber die anderen. Jetzt können wir uns selber bewegen und können die mitnehmen. Und daher ist auch dort links die Kurve, die wir im letzten Part gesehen haben, weil damit können wir dann die anderen hochkriegen. Aber wie soll ich denn da jetzt die Leiter hochkommen? Könnt ihr mich hochtragen? Ja! Sehr schön. Und damit kommen wir halt hier hoch. Hab mich halt im letzten paar Tagen schon gewundert. Aber passt auf, nicht, dass ihr hier runterfliegt. Okay. Ein Glück nicht. Aber sie stolpern. So, jetzt sind hier alle drauf. Yay! Und, ups. Egal. Muss es jetzt immer sein. Jetzt haben wir ein paar mehr stärkere Männer. Die zwar so wie betrunken sind, aber egal. Dann kommen wir jetzt zu dem Seil hier hin. Aber da will ich erstmal nicht hin. Denn hier gab es einen Waggon, den ich leider nicht bewegen konnte alleine. Aber jetzt mit deren Hilfe kriegen wir es bestimmt hin. Ja, easy. Das ist ein nice Prinzip, was mir sehr gefällt. So, da ist ein Loch. Ich denke mal, da müssen wir das mal belassen. Dann heb mich mal dort hoch. Wunderbar. Wohin komme ich denn hier hin? Nicht jetzt auf der mittleren Ebene. Hm.
Die haben das weggeschoben. Na toll. So, nochmal hier hin. Und nochmal das Ganze. Hab nicht damit gerechnet, dass die das automatisch wegschieben. Hey, komm. Also ich muss die Leertaste dann rückhalten. Wenn ich nur einmal kurz so drücke, das funktioniert nicht. So, was bringt mir das aber, wenn ich hier oben drauf bin? Das bringt mir folgendermaßen was, dass ich da links weiterkomme. Vorsichtig. Wunderbar. Dann kann ich da was aufbrechen, aber was bringt mir das? Das hört sich an, als wäre es hier ein Staudamm oder so. Ah, da brauche ich auch wieder ein paar mehr Kräfte. Na toll. Da komme ich jetzt alleine nicht weiter. Doch, wie kriege ich die anderen da hoch? Ich glaube, ich muss erstmal noch ein paar andere holen. Wie die laufen, ey. Ich habe ja gesagt am Anfang des Parts, das ist ein größeres Rätsel, das wir hier jetzt haben. Sonst waren es immer kleinere Rätsel, die innerhalb von wenigen Minuten gelöst waren. Aber jetzt. So, gehen wir erstmal nach ganz oben. In der mittleren Ebene haben wir auch zwar auch noch ein paar, aber die hole ich dann später ab. Wir dann erstmal nach links. So, was war denn hier nochmal? Genau, da waren die hier in so einem komischen Käfig. Das muss ich hier runterschieben, damit es aufbricht. Sorry, Leute! Autsch, das klang gar nicht gut. Aber glaubt mir, die haben das überlebt. So, jetzt nochmal zur rechten Seite. Ich weiß jetzt nicht, was hier noch war. War hier noch irgendwas? Ah, okay. Ich weiß nicht. Komme ich da mit denen auch hoch? Ja, sehr schön. Ja, was ist hier? Da liegt jemand auf dem Boden. Ja, hier wird irgendwas rausgefeuert. Das ist ein Kreuz. Brauchen wir die Leiche hier? Anscheinend. Vielleicht zählt die mit zu den 20 Leuten. Okay. Gut, dann haben wir hier erstmal noch eine Person geholt. Dann sammeln wir jetzt erstmal die anderen ein, die jetzt auch runtergeflogen sind. Da waren ja sowieso noch ein paar andere. Aussteigen, danke sehr. Wir müssen hier irgendwo jetzt auch gelandet sein. Ja, da. Wollte schon sagen, sind sie tot? Hier waren noch ein paar andere. Generell. Hier, genau. Ganz links. Mal sehen, ob wir das jetzt gemeinsam hier. Ey. Wollte ich gerne? Das wollte ich. Ja, doch, kriegen wir auf. Ist nur einer. Okay. Oder sind hier links noch ein paar? Scheiße, hier geht's ja auch lang. Werft mich mal hier rüber. Danke sehr. Umnehmen und hoch. Schade, knapp. Aber das Prinzip ist eigentlich relativ klar. So, nochmal. Diesmal ein bisschen R und jetzt. Wunderbar. So, sonst gibt es hier weiter nichts.
Doch, wie komme ich da jetzt so hoch? Ach, da kann er ja bestimmt hochklettern, oder? Ja. Hallo, wie viel sind wir denn jetzt? Auf jeden Fall eine ganze Menge. 18, 1, 2, 3, 4, 5. Boah, bewegen sich alle so. Und wenn ich alle auf dem Platz halte, dann kann ich die nicht mehr durchhalten. Egal. Wir wissen, dass wir unten sowieso noch was zu tun haben. Doch ich überlege, wie ich das dann am besten löse. Oder wollen wir erstmal kurz schauen, wie viel das jetzt insgesamt sind? Vielleicht sind das schon genug. Kann ja sein. So, hier. Hier ist aber auch noch einer. Und zwei. Nee, zwei sogar. Es fehlen vier Leute. Vielleicht auch drei, warte. Ach, dann geht auch dieses Tor hier auf. Okay. Sind auch alle drauf, ja. Na gut. Das heißt noch Dreier. Oder Vierer, wenn das wirklich permanent 20 sein müssen, weil ich will ja dann noch weiter. So, gehen wir erstmal nach unten. Da gab es ja beim Waggon noch was. Doch da frage ich mich, wie soll das funktionieren, dass da ein paar mitkommen auf Seil? Da kann ich die auch anheuern, sich selber gegenseitig hochzuheben. Wenn ja, dann ist es natürlich möglich. Das wird schwierig. So, da ist der Waggon. Alle packen mit an, das ist doch sehr, sehr schön. Gehen wir den erstmal nach komplett rechts. Vielleicht brauchen wir den ganz rechts. Schienen sind ja nicht ohne Grund so weit, wie bis hierhin geht. So, dann mal hochschmeißen. Ich versuche gerade mehrere Knöpfe zu drücken. Die schmeißen sich nicht gegenseitig hoch. Hier. Sieht aus, als wäre hier eine Luke, aber ich kann die nicht öffnen. Es sind alle unten. Und hier, habt ihr ja selber gesehen, ich kriege diese Bretter hier nicht ab. Egal wie lange ich hier dran ziehe, ich kann hier noch so lange warten. Wird nicht funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie ich die hier hochkriege. Übers Seil ja schon mal nicht. Das funktioniert so nicht. Oder mache ich irgendwas falsch? Ich will mal ein bisschen was ausprobieren. Ich übersehe irgendwas. Irgendwas übersehe ich. Ich weiß aber nicht was. Hier rechts waren wir ja schon, oder? Ja doch. Hier waren wir schon. Doch, da brauchen wir nicht nochmal hingehen. Wahrscheinlich ist es letztendlich wieder simpel. Wahrscheinlich. Aber erstmal darauf zu kommen, das war eine Kunst für sich. Vielleicht denke ich auch einfach nur falsch. Vielleicht brauche ich. Warte, was? Jetzt was anderes. Man kann ja hier noch nach rechts laufen.
Das bringt mir das irgendwas? Nee. Bringt mir rein gar nichts. Wenn ich das hier wenigstens öffnen könnte, wäre schon mal gut. Hier rüberspringen, das öffnen, bringt mir auch nichts. Wenigstens, da sieht man jetzt links auch, dass da Wasser ist. Warte, mal kurz. Hier, da geht Sand rein. Links und rechts sind auch solche Dinger. Vielleicht müssen wir da mal suchen, wo Sand reingeht. Machen wir mal. So, zuerst machen wir diesen Waggon auf die richtige Position. Einfach sicherheitshalber. Nicht, dass ich das nochmal alles machen muss. Darauf habe ich mich ehrlich gesagt gar keinen Bock. So. Ist nur eine Idee. Muss nicht stimmen. Kann aber sein. Dann gehen wir kurz zum Aufzug. Wir werden ganz schnell betätigen. Na gut. Ganz schnell war es jetzt wohl nichts, aber ja gut. Von irgendwo muss ja der Sand kommen. Der kommt ja von oberhalb, wie wir sehen. Vielleicht müssen wir. Vielleicht gibt es einfach einen anderen Eingang sozusagen. Kann sein, muss es aber nicht. Hier sehe ich aber rein gar nichts. Nix. Finde es sehr interessant, dass wir wirklich den ganzen Part hier dran sitzen. Hätte ich nicht gedacht, ich dächte. Ja, ich dächte. Ich dachte zuerst, wir wären wahrscheinlich, ja, also es sieht nach einem größeren Rätsel halt aus, aber letztendlich ist das ein kleineres Rätsel. Aber nein, da habe ich mich getäuscht. Es ist wirklich ein großes Rätsel, was ich gerne noch in diesem Part lüften würde. Aber Frage ist, ob wir das wirklich schaffen. Notfalls werde ich dann unnötige Passagen rauscutten. Und dann halt der Moment, wo ich das finde, wieder reincutten. Halt, dass ihr das dann seht. Weil ich dann gleich, wenn ich hier keine Lösung mehr habe, bisschen so einfach herumrenne. Man kann hier. Ich schau mir gerade so ein bisschen an, was die alles machen können. Oder können. Was passiert, wenn sie mich hochheben und ich dann die Aktionstaste drücke? Nix. Hoch, runter. Auch nicht. Gut, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut und dann werdet ihr gleich sehen, wie es hier weitergeht. Bis gleich. Ach Mann. Oh, scheiße. Ey, das ist aber auch so ein bisschen unfair. Man macht hier die Animation, aber man kann hier rüberklettern. Scheiße. Und natürlich, dann kann man hier auch weiter. Bestimmt kann man hier jetzt erstmal noch die letzten drei holen. Oder zwei oder einen. Dass man erstmal mehr Kraft hat. Und bei da. Ja, genau. Da sind
Drei? Drei. Okay. Das werden wir jetzt noch in diesem Pot schaffen. So. Was ist das hier? Das hatten wir ja schon mal. Geht doch gleich hoch, oder? Oh, warte. Da müssen wir. So, hier hoch. Damit wir da auch ein bisschen höher hinkommen. Oh, okay. Das ist zu viel des Guten. Aber irgendwas ist hier mit der Kiste. Oder kann ich mich hier lang hangen? Nee. Aber ich komme da halt nie und nimmer hin. Ich muss ich da gar nicht drauf. Ich weiß es nicht. Ach, die Kiste ist schon so an sich schwer. Was ist, wenn das hochgeht, ohne dass irgendwer irgendwas da drauf ist? Dann geht's hoch genug. Dann geht's hoch genug. Aber wie werde ich leichter? Ich habe eine Idee. So in der Art, so in der Art. Aber das reicht noch lange nicht. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, wie es hier dann weitergeht. Das reicht trotzdem nicht, obwohl ich jetzt runtergesprungen bin. Na gut, dann werden wir an diesem Rätsel im nächsten Part weitermachen. Dann sind wir in diesem Part doch noch nicht so schnell fertig. Ich dachte, das ist dann hier jetzt nur ein kurzes Rätsel. Egal, bis zum nächsten Part. Viel Spaß euch noch. Schalt wieder ein. Bye bye.